Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind in einer neuen Welt. Tot. Und ja, sind jetzt gerade dabei, sie zu erkunden. Ich bin noch nicht so ganz, ehrlich gesagt, durchgestiegen. Was das für eine Welt ist, aber das hat bei Asgard ja auch ein bisschen gedauert. Deswegen einfach mal spröde dahin klettern, laufen, alles Mögliche einsammeln und irgendwann mal habe ich denn den Sinn darin auch verstanden. So, aber beim Eistapfen kannst du doch nicht hochklettern, oder irre ich mich? So, aber ich würde gerne da hinten hin. Au! Wieso kannst du da nicht hochklettern? Wieso geht das nicht? Nein! Nein, wait! Muss ich weiter hier hin? Jetzt rutschst du wieder. In den Tod? In den Tod. Sehr gut. Wir rutschen gerne in den Tod. Das ist aber eine schicke Axt, muss ich sagen. Eine sehr schicke, schicke Axt. Sag nicht, ich bin jetzt wieder oben im Lager. Nein, bin ich nicht. Okay. Da hoch müssen wir. Ich hätte jetzt gerne die Dings von Spider-Man, wo ich einfach nur so machen muss und schießen und schon habe ich das Ding. Dann klettert er da hoch. So. Okay, da drin waren wir jetzt schon. Oh, aber es muss doch möglich sein, dass ich da rüber hüpfe. Wieso? Die wollte da nicht drauf. Okay, jetzt geht das gerade irgendwie, ging das irgendwie nicht, aber ist okay. Gut, Mäuschen will da nicht klettern. Wieso will die nicht klettern? Ja. Ja, das bringt mir gerade so gar nichts, weil du nicht weiter klettern willst. Du sollst da hochklettern, Mäuschen. Ich will ja wirklich nur hier geradeaus. Dahin. Kannst du da, da will sie nicht hinhüpfen. Will sie nicht machen. Sie hüpft dann daneben. Nein, nein, nein. Kann ich irgendwo hier darüber? Geht das? Kann ich da hoch? Und dann kann ich darüber? Nein, da rutsche ich runter. Gehen wir nochmal durch den Tunnel. Habe ich da vielleicht einen Ausgang irgendwie übersehen. Wir schauen mal. So. Ich meine, das ist ein Riesentunnel. Das kann natürlich sein. Da kommen wir durch. Das habe ich zum Beispiel gesehen. Dann machen wir das doch so. Und dann klappen wir die Riesen. Kaputt. Dann kriege ich dich tot. Tot. So, der ist hinter der Mauer. Okay. So, da ist aber wieder ein Schatz. Sehr gut. Haben wir hier noch jemanden? Der ist da hinten. Okay. Ich dachte, ich kann mich irgendwie noch tarnen.
schießt! Ja, yep. Wie du. Zwei habe ich noch. Hi, ich wollte spielen. Ja, au. Was haben die immer nur mit dem Dreck hier? Ich verstehe mal das nicht, das Spiel mit dem Dreck. Träume und Erinnerungen. So. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Ahaha. Dahin. Dahin. Ich habe das Gefühl, ich gehe immer so genau den Pfad, der vorbestimmt ist gerade. Und das gefällt mir irgendwie nicht. Okay, da ist ein Baum. Kann ich da nicht runterspringen vielleicht? Nee, ist doch nicht so hoch. Ich dachte, das sah so hoch aus, deswegen. Schreine sind als heilende Orte bekannt. Habe ich jetzt nur das Licht geklaut? Achso, das heilt. Ah. Macht Sinn. Mhm. Macht Sinn. Okay, wenn wir zurückgehen, geht es kein Zurück mehr. Okay. Anführer. Der Hellenführer führt den Angriff in dieser Begegnung an, besiege und plündere ihn, um die Belohnung zu erhalten. Ein Krieger von hohem Rang. Vielleicht trägt er etwas Wertvolles bei sich. Der fast tot ist. Tödlicher Instinkt, Kopf. Ich finde den tödlichen Instinkt. Nahkampfschaden wird abhängig von getroffenen Gegner mit Stab. Über 3 dauert 10 Bonus. Natürlich, wenn es 10 kritische Chance wird, nach jedem Treffer gehen. Du hast eine Rune erhalten, die wurde bereits angelegt und entfaltet den Rest, der durchläuft ihre Wirkung. Okay, dann haben wir jetzt hier die nächste. Ich steig noch nicht so. Also die Regeln verstehe ich klar, aber ich den Sinn dahinter verstehe ich jetzt aktuell noch nicht so ganz. Besiege alle Gegner in der Nähe innerhalb des Zeitlimits, um die Heldtruhe zu öffnen. Wenn die Zeit abgeläuft, während deine Feinde in der Nähe sind, kann die Truhe nicht geöffnet werden. Okay. Die Wurzeln entreißen mir meinen Lohn. Noch 2. Hey, Moment. Das geht ganz schnell. Ja. Halt dir still. Das geht ganz schnell. Immer 4 Gegner ist ja machbar, aber wenn dann nur 20 kommen. Leichtfüßig, deftiger Schlag. Wenn du Gesundheit hast, wenn du viel Gesundheit hast, erhöhen Treffer und Angriff.
Da gehen wir lang. Okay, was haben wir dann jetzt noch hier? Ja, dann will ich jetzt nicht so sagen. Gesundheit. Ah, da hinten ist auch ein Durchgang. Nein, da oben. Okay. Ah, jetzt kommen gleich wieder ein paar Gegner. So runter? Oder bleibst du da oben? Ach, da kommt noch einer. Okay. Wo bist du denn? Noch einer? So langsam. Ist das du? Ach, komm doch her. So. Noch einer? Aua! Das hat mir wehgetan, das macht man nicht. Noch mehr? Ja, einer ist da noch. Mal kurz gucken, wie ich da hochkomme. Ja, das ist ja nur runterrutschen. Ah, ne. Nein, nein. Du kannst wieder hochklettern. Doch, da wäre ein Weg, gar ist nicht. Tot. Oh mein Gott. Wir haben zwar Leben eingebüßt dafür, aber wir leben noch. Da müssen wir hin. Ob das so geht, wie ich denke, hoffe. Noch nicht so ganz. Okay,
Okay, hier gab es mal eine Kette. Jetzt gibt es die nicht mehr. Sehe ich das so richtig hier? Okay. So, das war doch da unser erster Ding. Wir müssen irgendwie hier rüber. The question is how. Ist alles abgegrenzt. Okay, kann ich hier hoch? Interessant. War ich nicht hier? Doch. Oh Mann. Wenn ich dahin gehe. Das habe ich gerade nämlich nicht gesehen. Da muss ich hoch. Da ist eine Leiter. Gerade von unten nur so aus. Kette. Muss ja irgendwie rüber. Da ist ein Band. Ein Seil. Aber zum Seil komme ich wieder nicht. Moment. Das Seil ist sehr, sehr schwer zu sehen. Kann ich nicht. Okay.
tot? Tot. Sehr gut. Ich dachte, ich schaff's nochmal auf. Es war wahrscheinlich nur Glück, dass ich das getroffen habe. La cucaracha, la cucaracha. Okay, jetzt sind wir hier zu dem Seil da hinten, wollen wir ja, ne? Mal gucken, mal gucken. Das hat nicht funktioniert. Okay. Wie habe ich das da gerade eben gemacht? Okay, wir versuchen nochmal unser Glück. Das muss ja so gehen. Ich bin ja gerade eben auch so rübergekommen. Guck nochmal, wo die Kette ist. Wir verlieren irgendwie immer mehr Leben. Kann das sein? Keine Ahnung, was... mal das angucken, was die Fähigkeit bewirkt. Goldene Flamme befestigt einen Sprengsatz an deinem Gegner, der nach kurzer Verzögerung explodiert. Ach so. Ja, das bringt mir nicht so viel. Zwei Runen. Kann ich hier eine Rune anbringen? Nö. So, wir versuchen es jetzt nochmal so. Das war ja so, ne? Ich versuche es einfach nochmal. Wieder daneben gespielt. Habe ich es auch nicht geschafft. Ich glaube, ich suche mal einen anderen Weg. Das ist auch echt blöd. Wir gehen jetzt einfach mal ins Schloss rein. Scheiß drauf. Mal sehen, was da passiert. Ja. Das ist aber, guck mal, irgendwie anscheinend verlieren wir immer mehr Leben, umso öfters wir da runterfallen. Lassen wir das. Wir müssen sowieso wahrscheinlich in den Schloss rein. Warum zu einem anderen Laden gehen, wenn mein Laden zu dir kommt? Du trägst deinen ganzen Laden bei dir? Eine reife Leistung. Alles ist verhandelbar, wenn man die Mittel dafür hat. Selbst in diesen schwierigen Landen. Würdest du gern sehen, was ich habe? Lass uns übers Geschäft sprechen. Die Fähigkeiten, die werden da. Okay, und also Fähigkeiten. Blitzpfeil. Wir haben 600. Ich hätte gern ein bisschen Gesundheit, ehrlich gesagt. Adrenalin. Echt Geweih.
Grenzwacht, als du angeboten hast, die Vermittlung zwischen uns und Myrakralland zu übernehmen, hast du auch die Gefahren zugestimmt. Alle Gefahren, du wirst bei dieser Art von Arbeit nicht lange überleben, wenn dich schon ein Friedhof ins Stocken bringt. Überhaupt, ihn schnell überquere ihn schnell, bleib nicht stehen und ich bin mir sicher, alles wird gut. Ausreden scheren mich nicht, nur meinen Anteil, König der Diebe. Das habe ich nämlich schon geahnt. Geh, ich ein Denkmal aus deinen Knochen errichte. Ich gab dir dieses Reich, Kind. Doch werde ich es auslöschen, wenn du mir Balder verwehrst. Du gabst mir eine karge Welt, voll Entehrter und anderer Unerwünschter. Ich gab ihnen einen Sinn. Welchen Sinn? Ein Nachleben des ewigen Todes? Nein, eine neue Art Leben. Unberührt von der Angst vor dem Tod. Wer mir dient, soll wiedergeboren werden. Also gut wie keine Ausdauer. Dachte ich fest. Konturen verbessern. Durch den Sieg des Bosses und Abschlussquests während der Durchlauf kannst du in Gedanken einsammeln. Kehre zu Odins Lager zurück, um sie in den Fokus zu bringen. Aha. Okay. Sollte man das viel mit einem Pfeil erledigen. Mich hier weiter umschauen. Lokis Verrat hatte Baldrin nach Nelfheim verbannt. Er wurde in Helds Schloss versteckt, wohin sich nur Odin für einen Rettungsversuch wagen würde. Der Erhabene überwand den Schutzwall und fand sich im Kaltschad wieder. Das sind wärmlose, kahl und brutal wie eh und je war. Nun jedoch war Nelfheims erster Reich voller Jötner und von einem vagen Gefühl kalter Absicht durchwirkt aus Helds düsterem Plan Hinweis. Abschied nach Keltstedt, die vergessene Saga.
Vibrier? Vibrierst du denn so? Wahrscheinlich hätten wir dann noch einiges sammeln können, aber sorry, aber ja, ist immer zu blöd. Ich meine, vom Ding her finde ich das cool. Mal gucken, was jetzt passiert. Aber irgendwie finde ich diese ganze Geschichte noch sehr neutral und sehr seltsam. Wir können uns heilen, sehr gut. Meine Lieben, bevor wir hier weitermachen, ich finde, das ist ein guter Break, würde ich sagen, das war's für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ihr würdet mir damit eine große Freude machen und mich unterstützen. Und ja. Wenn ihr es möchtet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Ciao.